herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 5. bis 11. Oktober 2020. Die Decks sind das Druid Craft Tarot von Stephanie und Philipp Cargom. Wir haben für die Tage, also die Wochentage, das normale Rider-Waite Tarot zur Klärung die kleinen Rider-Waites. Dann haben wir von Colette Baron-Reed die Weisheitskarten der Seele und auch von Colette Baron-Reed das Krafttier, das Orakel der Krafttiere. Ja, wenn ihr Fragen habt, www.ella-taroskop.de, die Webseite, oder E-Mail ella@ella-taroskop.de. Jetzt viel Spaß und dann sehen wir uns erstmal die Astrologie für alle an. Dann wollen wir mal schauen, was in der Woche vom 5. bis 11. so drin ist. Wir haben am 5. einen relativ neutralen Tag, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren, aber schon ab dem 6. haben wir Streitgefahr, Wut, Aggression, ich sagte das ja auch schon im Vorfeld, Oktober, wird eine wilde Fahrt. Und wir haben Spannungen von Mars, Uranus und Pluto. Und das kann nämlich dazu beitragen. Wir haben am Wochenende dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Sonntag wird ein bisschen beruhigt. Schauen wir jetzt mal, was wir so haben. Der Stresspegel wird ziemlich hoch am 7., eben wegen Merkur und Uranus. Da wird man sehr direkt und sehr, ja, man geht unter die Gürtellinie mit seinen Aggressionen oder mit seiner, ja, wie man die Dinge anspricht, da sollte man aufpassen. Merkur verlangsamt ein bisschen und wir haben zwischen 6. und 12. wirklich anstehende Konflikte. Da gibt es, ja, Leute, die tatsächlich vielleicht was vorhaben, Rache üben möchten, ja. Wir haben erst neue Hoffnung am 11., ja, und die Sonne-Jupiter-Aspekte bringen ein bisschen Arroganz rüber, ja. Wir haben aber Venus und Uranus gehen ein bisschen wie im Waagezeichen ein bisschen in die ausgleichende Position. Wir haben auch freundliche Gespräche, vor allen Dingen in der Zeit zwischen 11. und 13. Ja, der Winkel von Jupiter und Neptun ist gradgenau und wirkt vom 2. bis 20. Und da ist man entgegenkommender. Ja, also es wird sich langsam so ergeben, es wird sich langsam so entwickeln in dieser Zeit, ja. Obwohl da eben immer noch Aggressionspotenzial ist. Aber jeder Einzelne ist natürlich gefragt, daran mitzuwirken, mitzuarbeiten, dass man eben die Dinge nicht eskaliert. Schauen wir uns jetzt an, was für jedes einzelne Sternzeichen in dieser Woche machbar, möglich ist. Wie ihr das umsetzt, ist natürlich eure Sache. Aber wir schauen erstmal, was geht. Fisch zur Taroskoplegung mit Ella in der Woche 5. bis 11. Oktober. Wir wollen schauen, was jetzt in dieser Woche so für dich machbar ist. Wir haben ja Saturn immer noch im Steinbock und da solltest du natürlich schauen, was für dich noch zu verbessern ist, was du verbessern kannst und das natürlich dann auch, ich sag mal, in trockene Tücher bringen. Das gilt natürlich bis Jahresende, das ist jetzt nicht nur für diese Woche. Wir haben Mars im Widder bis Jahresende. Das beeinflusst dich jetzt soweit nicht. Wir haben ja diese, ich sag mal, negativen Energien, habe ich ja gesagt, auch in der Woche, Agropotenzial. Such dir dein Fleckchen, such dir deinen Ruhepol, damit du eben, ja, da möglichst dich von fern hältst und nicht betroffen bist. Wir haben leider auch noch bis zum 28. Oktober Schwierigkeiten im Job. Das hat auch was damit zu tun, mit dieser Energie. Man geht sich halt schneller, ja, man ist halt schneller wütend. Aber du verschaffst dir auch gleichzeitig mit Merkur Respekt. Aber achte auf die Rückläufigkeit, 14. Oktober. Ne? Entschuldigung. Ja, auch auf deine Gesundheit sollst du achten. Und deine Gesundheit ist ja auch deine mentale Gesundheit. Deswegen versuche, deine Auszeiten regelmäßig einzuhalten. Das ist das, was ich dir jetzt astrologisch mitgeben kann. Schauen wir jetzt, was die Karten. Willkommen, mein lieber Fisch, zu deiner Legung allgemein in dieser Woche, 5. bis 11. Oktober. Denk dran, allgemeine Legung
kann und wird nicht immer passen, aber du kannst dir Informationen rausholen. Ich sage ja die energetische Wetterlage, ja, so ein bisschen, und du kannst dich dann so ein bisschen daran orientieren. Als erstes schauen wir natürlich, welche Energien kommen von außen, von deinen Mitmenschen, da was so in den Umständen steht sozusagen. Wir schauen uns an, was da für dich relevant ist, wie die anderen auf dich zukommen in dieser Woche. So, das beeinflusst natürlich auch dich, ganz klar. Wir haben die Welt. Diese Energie ist ein Neubeginn in deinem Umfeld, Veränderung natürlich. Ein karmischer Zyklus ist abgeschlossen für jemanden. Wir schauen uns an, wie du dich siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, der Blick in die Kamera wie immer, dass das auch gut sichtbar ist. So, ja. Dann wollen wir uns den Wochentagen widmen. Wenn du die Legung schon mal gesehen hast, wirst du das wissen, aber für alle, die neu sind, ich lege Montag bis Sonntag. Bei der allgemeinen Legung kann das allerdings für jeden Einzelnen in einer anderen Reihenfolge passieren. Das ist ganz klar. Wir schauen uns das an und du entscheidest, was für dich relevant ist. Wenn dir die Situation begegnen, wirst du das natürlich auch merken und dann auch wissen, ob das für dich relevant ist. Und hier schauen wir uns an, welche Energien du als Fisch in diese Woche mitbringst, die Energie des Gerichts. Und das bedeutet, du beurteilst die Situation möglichst objektiv. Das ist gut. Das heißt, du bist unvoreingenommen, schaust dir das an und fällst dann sozusagen dein Urteil, wie du damit umgehst. Ja? So, dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Ich sagte ja schon im Vorfeld, das kann bei dir von der Reihenfolge her variieren. Allerdings, wie gesagt, solltest du schauen, ob dir das in deiner Situation nützlich und hilfreich ist. Das ist ja die Grundvoraussetzung für diese Legung, dass du da Impulse bekommst, Hinweise. Die Vorwoche hänge ich wie immer hinten dran als Film. So kannst du noch mal schauen, wie die Entwicklung von der Vorwoche zu dieser war. Auch nenne ich schon mal langfristige Aspekte, die vielleicht auch relevant sind in dieser Woche. Wenn du magst, kannst du dir das im Anschluss nochmal anschauen. Wir wollen jetzt wissen, wie du dich selber siehst in dieser Woche. Stärke, das ist eine tolle Energie, du fühlst dich stark. Und ich glaube, das rührt auch daher, dass du darauf achtest, wie du dich fühlst. Ja, wenn du dich nämlich überfordert fühlst im Sinne von, da kommen zu viele Energien, die machen mich ganz durcheinander, dass du dich dann zurückziehst. Ich glaube, das ist deine Stärke. Davon haben wir oder darüber haben wir ja schon in vorigen Legungen gesprochen, dass du als Fisch sehr sensitiv bist und eben diese Energien aufnimmst wie ein Schwamm. Und das kann dazu führen, dass du einfach die Energien anderer übernimmst und dann zum Beispiel die schlechte Laune von deinem Nachbarn mitträgst. Und da ist es wichtig, dass du dich da ein Stück weit abgrenzt. Das ist, glaube ich, in dieser Woche deine Stärke. Dein Wunsch ist die Königin der Kelche. Schöne Energie, eben auch Kelchenergie, Gefühle, sich kümmern. Das kann bedeuten, du möchtest dich um jemanden oder etwas kümmern. Natürlich auch um dich selbst, ganz klar, dass deine Gefühle nicht durch irgendwelche äußeren Einflüsse aufgemischt werden oder durcheinander kommen. Das ist, wie gesagt, deine Stärke in dieser Woche. Finde ich großartig. Dass du eben darauf achtest, sind das jetzt meine Gefühle oder kommt das dadurch, dass ich mit so vielen vielleicht aggressiven Menschen zu tun habe? Ja, dass man das hinterfragt. Sehr schön. Es kann auch sein, dass du jemanden unterstützt, dem es nicht so gut geht. Und das finde ich auch sehr schön. Hoffnung und Ängste haben wir die 7 der Stäbe. Die Hoffnung ist natürlich, dass du eine unsichtbare Barriere aufbaust, dass dich das nicht so berührt, ja, was von außen kommt, dass du wie so ein dickes Fell. Nun hast du leider kein dickes Fell, aber du kannst zumindest versuchen, dich so ein bisschen abzuschirmen. Es kann auch bedeuten, dass du mit den 7 der Stäbe auch so ein bisschen, naja, auf Abwehr bist, aber du solltest aufpassen, dass du es nicht übertreibst. Entgegenkommend, freundlich zu sein, ist keine Abwehr. Es ist nur so, wenn, wie gesagt, zu viel auf dich einstürmt, dass du dann aufpasst, dass du das nicht aufnimmst. Gut für dich in dieser Woche ist die 5 der Schwerter.
Die Fünf der Schwerter sieht so, ja, auch nach Aggressionen aus, sieht auch nach Kampf aus, kann sein, aber gut für dich ist, dass du mit den Schwertern eben auch deine Wahrheit verkündest, also sagst, ja, das finde ich nicht in Ordnung oder ist nicht richtig, aber du bleibst, denke ich, auf dem Teppich. Das heißt, du wirst nicht überemotional oder dramatisch, das wäre nicht gut. Fünf der Schwerter ist eben, dass man auch ein Stück weit seine Grenzen verteidigt, wenn man eben auch eine Barriere aufgebaut hat. Und das ist wichtig. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Vier der Stäbe. Das ist hausheimnahe Umgebung. Kann bedeuten, dass es da Konfliktpotenzial geben kann, vielleicht aufgrund der äußeren Umstände. Versuche auch da, dich ein Stück weit abzugrenzen und die Dinge so sachlich wie möglich zu sehen. Aber du hast ja die Energie des Gerichts, das heißt, du wirst das nicht überdramatisch sehen. Da gehe ich mal schwer von aus. Ausgang ist der König der Schwerter, das ist Klarheit und Wahrheit, auch wie hier Worte, Gedanken, man ist logisch. Analytisch, nicht jetzt zu gefühlvoll. Ja? Du möchtest natürlich Gefühl in deinem Leben und das sollst du auch. Aber die Kunst besteht in dieser Woche darin, zu entscheiden, wann das angebracht ist und wann du deine Logik und auch vielleicht deine Grenzen verteidigen einsetzen solltest. Am Montag haben wir die zwei der Schwerter. Zurückhaltung, das ist nicht verkehrt. Deine Stärke liegt darin, dass du das erkennst, wann eine Zurückhaltung angebracht ist. Deswegen beobachtest du mehr. Finde ich gut. Am Dienstag haben wir die Acht der Münzen. Das kann eine Menge Arbeit sein oder du arbeitest daran, dass die Dinge für dich positiver laufen, dass du dich selbst auch gut fühlst. Ja? Und das ist wichtig. Mentale Gesundheit hängt natürlich eng auch mit der physikalischen Gesundheit zusammen. Und je mehr man dann auf sich achtet, desto besser fühlt man sich natürlich auch. Mittwoch haben wir den Ritter der Münzen. Das heißt, du bist geduldig. Du flippst nicht gleich aus, wenn was nicht so klappt. Du bist, wie gesagt, zurückhaltend. Du arbeitest auch an deiner Gefühlswelt, dass die nicht aus dem Lot geworfen wird. Und du hast deine Barriere. Du bist aber geduldig mit anderen. Finde ich auch toll. Donnerstag haben wir die Krebsenergie mit dem Wagen. Du führst die Dinge voran. Du machst sozusagen deine Routine, das, was du voranbringen willst. Und du hältst deine Grenzen ein. Das heißt, wenn du merkst, das wird mir hier alles zu viel, dann sorgst du auch dafür, dass du Auszeiten hast. Das ist eine Erfolgskarte. Ja? Freitag haben wir die Sechs der Kelche. Pardon. Das ist Vergangenheit, Nostalgie, über Dinge nachdenken, die in der Vergangenheit so waren. Es kann auch um Dinge gehen, die, ich sag mal, wo die Grenzen zu sehr ausgelotet wurden oder zu weit überzogen wurden, wo du daraus gelernt hast und wo du jetzt weißt, bis hierhin geht das und nicht weiter. Das kann auch mit der Familie im nahen Umfeld zusammenhängen. Und dann haben wir die drei der Schwerter. Enttäuschung kann in deinem nahen Umfeld bedeuten, dass jemand eben krakelig, aggressiv oder ungerecht reagiert. Damit musst du rechnen in dieser Woche, aber es kommt ja darauf an, wie du darauf reagierst. Ne? Und dann haben wir das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn in Logik und Wahrheit. Also du bist sehr wahrheitsliebend in dieser Woche und mit dem Gericht versuchst du das auch, ich sag mal, fair zu gestalten. Ja, für dich fair, aber auch für andere. Schauen wir jetzt mal, was deine Kraft ist in dieser Woche. Ja, ausgewogenes Geben und Nehmen und deine Intuition. Du wirst erkennen, wann es heißt, ich muss jetzt mal die Klappe halten oder ich muss mich zurücknehmen oder ich brauche eine Auszeit. Das wirst du erkennen. Deine Intuition leitet dich. Dann haben wir die Königin der Kelche als Wunsch. 10 der Kelche, Familie und so weiter. 7 der Münzen. Das bedeutet, im Moment ist es für alle schwierig, das weißt du. Und deswegen kannst du darauf entsprechend gelassen reagieren. Du versuchst das herzustellen, dass das optimal ist und dass sich jeder auch wohlfühlt. Aber du kannst natürlich nicht für andere die Dinge regeln. Du musst das für dich regeln und mit den anderen. Aber du kannst es nicht für andere tun. Aber du kannst hilfreich zur Seite stehen, indem du geduldig bist, auch wenn jemand mal unfair zu dir ist. 7 der Stäbe, der Hierophant und der Magier. So, wir haben Manifestation enger Bindungen. Und enge Bindungen heißt ja nicht, dass man den anderen sozusagen vereinnahmt.
wenn man Grenzen setzt oder wenn man gewappnet ist, dann steht man erstmal füreinander ein und man steht natürlich für sich selbst ein. Und dazu, das gehört auch zu einer Beziehung, dass man eben auch man selbst sein darf, auch wenn man jetzt gerade nicht konform geht mit seinem Gegenüber, sei es jetzt privat oder beruflich. Da braucht man Geduld und da muss man das dann natürlich auch durchziehen. Aber ich denke, du hast die Kraft, das diese Woche auch zu tun. Wir haben den Konflikt, wir haben den Turm und wir haben die Königin der Münzen. Indem du dich nämlich nicht zu Provokationen hinreißen lässt oder auch nicht dich aus den Reserven locken lässt und sagst, Stabilität und Sicherheit, wir müssen daran arbeiten, dass das besser funktioniert, bist du auf der sicheren Seite, damit verhinderst du den Konflikt, ja? Deswegen der Turm. Du schaffst Platz für Stabilität und Sicherheit und das liegt an deiner Stärke, dass du weißt, wann was angebracht ist und was nicht. Vier der Stäbe, nicht gut, Ritter der Stäbe und die Acht der Münzen. Das hat mit Arbeit zu tun. Es kann sein, dass du ein bisschen viel zu tun hast in dieser Woche, dass du dich um deine Arbeit kümmern musst und weniger Zeit hast für dein Privatleben oder für jemanden in deiner Umgebung. Und das bedeutet, dass du da eben sagst, geht halt nicht. Und dann ist vielleicht jemand verärgert. Ja. König der Schwerter, der Herrscher und die drei der Schwerter. Klarheit und Wahrheit. Ja, es kann sein, dass jemand dir etwas aufdrücken möchte. Das kann ein Boss sein, das kann aber auch ein Partner, eine Partnerin sein, ja, wenn wir hier die vier der Stäbe haben, dass jemand dich ja ein bisschen unter Druck setzen möchte und mit den drei der Schwertern kränkt dich das natürlich, aber du wirst mit dem König der Schwerter klar und offensiv sagen, nein, das lasse ich nicht zu. Ja, ich mache mein Ding, ich bin für dich da, ich kümmere mich auch um alles, aber du musst mir auch ein Stück weit entgegenkommen und mir meine Freiheit, ich sage jetzt mal in dem Fall vielleicht Arbeit lassen, damit ich meine Verpflichtungen erledigen kann. Und das ist das, was der König der Schwerter von sich gibt. Und ich denke, das bist du. Und der Herrscher ist beleidigt. Ja? Aber du sagst das klar, logisch. Und ohne dass du emotional, ich sag mal, wütend wirst oder emotional in irgendeiner Form. Finde ich richtig gut. Ja. Zwei der Schwerter, zehn der Schwerter und die Nostalgie. Du lässt Vergangenes hinter dir. Ja. Kränkungen aus der Vergangenheit spielen jetzt in dieser Woche zumindest keine Rolle mehr. Du konzentrierst dich auf das, was du tun kannst, deine Intuition führt dich dahin, wo du hin sollst, und du wirst auch wahrscheinlich nicht irgendwelche alten Kamellen wieder aufwärmen, wenn es um Streitigkeiten, ja, geknickt sein, beleidigt sein, wenn die aufkommen sollten. So nach dem Motto, du hast aber auch und bla bla bla. Nein, du wirst das ganz sachlich rüberbringen, also so sieht es zumindest laut Karten aus. Du bist da sehr fair und du konzentrierst dich auf das, was du schaffen kannst. Der Page, der Kelche und der König der Stäbe. Da kann ein Angebot kommen oder eine Unterstützung vielleicht von einer Feuerenergie. Entgegenkommen, Kollegialität, miteinander. Ihr könnt gut miteinander auskommen, arbeiten. Oder wenn es in der Beziehung ist, könnt ihr das klären. Und das finde ich gut. Der Ritter der Münzen, Page der Stäbe und die Acht der Schwerter. So. Das bedeutet, du konzentrierst dich auf das, was gerade anliegt. Das heißt, das andere blockst du raus, ja, auch wenn dir deine Beziehungen oder auch dein Job natürlich sehr wichtig sind, aber du fokussierst dich auf das Einzelne. Aber innerlich ist da schon einiges los bei dir. Du machst dir Gedanken, ob das alles so richtig ist. Glaub mir, so wie du das jetzt handhabst, ist das im Moment wirklich auch angebracht. Dann haben wir den Wagen, Krebsenergie, ja, und da haben wir die zwei der Kelche. Du begegnest deinem Gegenüber auf Augenhöhe, liebevoll entgegenkommt und mit der Königin der Kelche kümmerst du dich auch, wenn zum Beispiel jemand geknickt ist oder beleidigt. Aber du wirst das mit dem König der Schwerter auch sehr logisch rüberbringen. So, jetzt haben wir die Vergangenheit. Da haben wir den König der Münzen und da haben wir die Welt. Das ist die Außenenergie. Du hast mit jemandem gemeinsam in der Vergangenheit etwas aufgebaut. Das ist stabil und sicher, fühlt sich auch gut an und deswegen kann auch eine Kränkung dem nichts anhaben. Fünf der Münzen und der Page der Schwerter bedeutet, wenn so etwas aufkommt, dass man sich uneins ist. Ja, dann geht man den Rückzug an erstmal. Jeder für sich, jeder in seine Ecke sozusagen und spricht dann in aller Ruhe
darüber, dass das notwendig ist oder warum das so ist mit dem König der Schwerter. Da gehe ich von aus. Und dann haben wir einen leidenschaftlichen Neubeginn. Wir haben die Fünf der Stäbe und das Ass der Stäbe. Also es gibt so schon ein bisschen Rangelei, denke ich mal. Also auch so ein bisschen Wettbewerb, so ein bisschen, wer macht es besser, wer kann es besser oder wer hat das Sagen. Aber du lässt dich darauf nicht ein. Ich denke, dass du eben auch weißt, was jetzt gerade wichtig und relevant ist mit dem Gericht und dass der Neuanfang ja hier auch ist, ne, dass ihr gemeinsam am gleichen Strang zieht und dass ihr euch da auch auf Augenhöhe hier begegnen müsst. Und das machst du deinem Gegenüber klar und das ist sehr, sehr schön. Auch wenn da, wie gesagt, der ein oder andere, dein Gegenüber, im ersten Moment ein bisschen beleidigt ist. Wir haben Winterschlaf, das passt gut. Es geht darum, dass du selbst gar nicht so aktiv sein sollst. Du musst nur vielleicht das ein oder andere Mal ein paar klärende Worte sagen. Alles hat seine Zeit, jetzt gilt es auszuruhen und deine Unternehmungen auf Eis zu legen. Also gar nicht groß was Neues zu beginnen, gar nicht groß irgendwas zu planen, sondern deine Routine durchzuführen, dich nicht davon abbringen zu lassen, dich auf das, was gerade anliegt, zu fokussieren und wenn jemand streitbar ist, aggressiv der Rückzug. Ja? Ich lese mal vor, die kalte Jahreszeit, in der die Natur ausruht, sendet dir ein Zeichen, selbst zur Ruhe zu kommen und Dinge auf Eis zu legen, die noch nicht reif zum Erblühen sind. Jetzt ist die Zeit, Winterschlaf zu halten und zu regenerieren. Verzichte auf ehrgeizige Unternehmungen. Eine Pause, in der du mit den Dingen schwanger gehst, gibt Ideen Zeit, um auszureifen. Projekten Gelegenheit, eine andere Gestalt anzunehmen und Beziehungen die Möglichkeit, eine traumartige Phase zu durchlaufen, in der sie sich in keiner Richtung entwickeln und auch nicht müssen. Dies ist ebenfalls eine Zeit, in der du alle Auseinandersetzungen auf Eis legen solltest. Aus einem Streit, worum auch immer es gehen mag, entsteht nie etwas Gutes. Auf dich selbst Acht zu geben, ist nun deine wichtigste Aufgabe. Denke nach, lies ein gutes Buch oder lass dich massieren. Ruhe aus und träume. Genau. Du kümmerst dich erstmal um dich. Natürlich bist du auch für andere da, ganz klar, aber in einem ganz geringen Maße. Du fokussierst dich momentan auf das, was notwendig ist, was Stabilität und Sicherheit herstellt, wie dein Job oder so. Und wenn da jemand keine Geduld hat oder kein Einsehen hat, dann ziehst du dich zurück. Ja, weil du einfach sagst, ich streite mich jetzt nicht darum. Ja. Wir haben für dich auch als Kraft hier die Eidechse, erträume dir deine Welt. Ja, wir haben ja die Ruhephase, wo du so ein bisschen planen kannst, vorausschauen kannst und versuchst, ich sage jetzt mal, den Ball flach zu halten und nichts eskalieren zu lassen. Und es ist auch wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst und nicht dich von anderen irritieren lässt. Ja, und auch nicht bevormunden lässt. Das ist ganz wichtig. Ich lese mal vor. Wann hast du dich zuletzt so richtig in der Sonne geahlt und dir erlaubt, dir in deinen Tagträumen auszumalen, was sein könnte und wer du werden könntest? Der Geist der Eidechse erscheint, wenn du aufgerufen bist, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen und etwas Neues zu erträumen. Inspirationen stehen dir jetzt offen, wenn du bereit bist, zur Ruhe zu kommen, die Augen ein wenig zu schließen und die Ideen in deinem Kopf tummeln zu lassen. Was könnte daraus entstehen, wenn du deinem Traum nachgehst? Auf welche Weise könntest du dich weiterentwickeln und entfalten, wenn du wagst, an das Unmögliche zu glauben, indem du es zuerst in deinem tagträumenden Geist möglich machst und dann in der Welt, indem du es an der Seite des Allgeistes miterschaffst? Überlasse dich der Macht der Fantasie und dein Traum wird an Kontur gewinnen. Die nötigen Schritte werden sich abzeichnen und was nur ein flüchtiges Schemen war, beginnt Gestalt anzunehmen. Träume es und sei es. Der Allgeist fordert dich dazu auf, auf kühne Weise zu träumen. Also nicht Hand anzulegen, sondern zu träumen. Na klar, deinen Verpflichtungen nachzukommen, das zu erledigen, was getan werden muss, Routine, wie ich eben schon sagte. Und wenn dann, wie gesagt, Aggressionen auf dich zukommen, Zurückhaltung, nicht nachtragend sein, einfach sagen, naja, im Moment ist es halt schwierig und ich komme darauf klar. Und dich so ein bisschen abzuschirmen, wenn es zu haarig wird hier, ne, mit den fünf der Münzen. Sehr schöne Energien für dich, lieber Fisch. Wenn du es schaffst, das umzusetzen für dich, bist du auf der sicheren Seite in dieser Woche. Da kann dir nicht viel passieren. Also du wirst mir hoffentlich und uns ein bisschen mitteilen, wie das in der Woche verlaufen ist, wie du das umgesetzt hast in der Realität. Ich würde mich freuen.
Und wenn dir das eine Hilfe und Unterstützung war für diese Woche, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir eine schöne Woche und viel Erfolg dabei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute. Tschüss.